So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu, wie gefährlich ist eigentlich Staffel 3 von Seven vs. Wild. Also, wie gefährlich ist denn das Ganze? Kann man das einschätzen? Wenn ja, wie muss man das einschätzen? Und was ist da so ein bisschen die Hürde, um das einzuschätzen? Letzteres können wir gleich mal von Anfang an beantworten, weil die Frage ist halt, welche Zusatzausrüstung die Kandidaten noch dabei haben werden. Und die Frage ist ebenfalls, wo genau das Ganze dann stattfinden wird. Kurz nochmal zur Erläuterung, Stand aktuell ist, dass mindestens wieder ein Erste-Hilfe-Kit dabei sein wird. Alles andere wäre Blödsinn, das ist auf jeden Fall wieder dabei. Das heißt, für die Flasche, die ja als Ausrüstungsgefäß für die jeweiligen Teams a zwei Personen dient, eine 1 Liter bzw. 1100 Milliliter Flasche, da muss sämtliche Ausrüstung rein, außer die Schlafsäcke. Schlafsäcke gibt es nochmal extra, plus eben das Erste-Hilfe-Kit. So viel wissen wir bisher an Ausrüstung. Ja? Was wir erfahrungsgemäß aufgrund der vergangenen Staffeln noch annehmen dürfen, was sie außerdem noch an Ausrüstung dabei haben werden, ist eine Taschenlampe, beziehungsweise eine Kopflampe, um auch nachts ein bisschen filmen zu können. Das heißt, die musst du nicht extra in deine Flasche packen, was ja gehen würde grundsätzlich, gar kein Problem. Aber das kannst du dir sparen, weil du kriegst sowieso eine gestellt, vermutlich. Ja, dann werden sie das Erste-Hilfe-Kit, hatte ich schon erwähnt, garantiert dabei haben. Da kann man sich also überlegen, inwiefern man zusätzliches Erste-Hilfe-Material in die Flasche packen muss. Dafür wäre es noch interessant zu wissen, was denn die Strafe ist, wenn man das Erste-Hilfe-Paket nutzt oder ob es überhaupt eine Strafe gibt, wenn man das Erste-Hilfe-Paket nutzt, weil Punkte gibt es ja diesmal nicht. Und dann wäre die einzige Konsequenz, sobald du das Erste-Hilfe-Paket genutzt hast, bist du ausgeschieden. Und das wäre ein bisschen hart, fast. Ja? Insbesondere, wenn man bloß mal eben eine Pinzette braucht oder ist dann wirklich der Anspruch, dass du dann kleine Erste-Hilfe-Maßnahmen wie Pinzette, Pflaster, von mir aus noch ein bisschen medizinisches Klebeband, nenne ich jetzt mal das Ganze, dass man das auch alles in die Flasche packen muss. Das wäre halt noch wichtig zu wissen, wenn man das Ganze beurteilen möchte. Spannend wäre auch noch, welche Sicherheitsausrüstung es zusätzlich gibt. Ich bin mir fast sicher, dass garantiert jeder Kandidat noch ein Bärenspray bekommen wird, mindestens mal eins. Wahrscheinlich auch Signalfackeln, mit denen kann man auch ganz gut Bären bzw. sonstige Wildtiere vertreiben. Und es sind Signalfackeln. Vielleicht sind noch Leuchtpistolen dabei, die also eben so eine Leuchtkugel verschießen. Das kann auch zum Teil zur Tierabwehr verwendet werden. Und prinzipiell wäre übrigens auch nicht völlig unüblich, das machen gerne die Kanufahrer am Yukon hin und wieder mal, wenn sie da größere Lager aufschlagen und eben größere Mengen an Proviant dabei haben und es irgendwann einfach nicht mehr geht, alles in die Bäume zu hängen und bärensicher zu verpacken, weil gar keine Bäume da sind, in die man irgendwas hängen könnte, dann kommt auch manchmal ein Elektrozaun, um das Lager abzusichern, zum Einsatz. Heutzutage mit der modernen Technik kann man ja entsprechende Akkus mitschleifen. Ansonsten war früher die Autobatterie das Gerät der Wahl oder es wurde tatsächlich noch ein kleiner Generator mitgefahren in irgendeinem Kanu. Gerade Kanus bzw. Kanadier, also nicht Kajaks, sondern die Dinger, die oben offen sind, die haben mitunter eine große Zuladung. Man kann mit denen, abgesehen von den Personen, die drin hocken, echt noch richtig viel Zeug transportieren, dann ist das da möglich. So, da bei Seven vs. Wild auch die Camps mehr oder weniger stationär sein werden, wäre es da auch vorstellbar, dass jeder Kandidat an seinem Spot mehr oder weniger, kann sich dann noch aussuchen, wo er genau sein Lager aufschlagen möchte, aber an seinem Spot bereits jede Menge Strom in Form von Riesenpowerbänken rumliegen hat und tatsächlich einen Elektrozaun, den er dann noch um sein Lager drumherum ziehen kann, damit man auf Nummer sicher gehen kann, dass da garantiert nirgendwo ein Bär auftaucht. Das kann ich mir zwar weniger vorstellen, aber technisch machbar wäre das, insbesondere wenn alle paar Tage dann noch irgendwie das Boot vorbeikommt oder wer auch immer und einfach die Akkus austauscht, damit immer genügend Strom für diesen Anti-Bären-Zaun vorhanden ist. Oder man sagt, man schmeißt den jeweils nur nachts an und tagsüber müssen sie selber aufpassen, wie sie dem Bär entkommen und so weiter und so fort. Ja? Das ist halt, das wissen wir alles nicht, welche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen da getroffen werden. Ich gehe also daher von folgendem Szenario aus.
Einen Elektrozaun gibt es nicht, aber die Kandidaten haben jeweils Bärenspray und mindestens mal noch ein paar Signalfackeln, mit denen sie auch theoretisch noch Raubtiere vertreiben könnten. Plus sie haben natürlich ein Erste-Hilfe-Paket und eine Stirnlampe. Keine Stirnlampe zu haben, wäre auch dahingehend absolut super gefährlich. Sobald man nachts mal aufs Klo muss, dann fliegt man über irgendwas, stolpert dumm, haut sich den Kopf an, ist draußen. Das ist mit der häufigste Grund, weshalb sich jemand in der Natur verletzt. Was heißt mit? Das ist mit Abstand der häufigste. Du fällst wo runter, du stolperst über irgendwas. Es ist meistens so trivial. Es ist nicht vom Bär gefressen werden. Der vom Bär gefressen werden ist irgendwo ziemlich weit unten in der Statistik. Gut, jetzt, wie gesagt, es kommt auch ein bisschen drauf an, wo genau in Kanada bzw. Alaska das Ganze stattfinden soll. Und da möchte ich jetzt der Einfachheit halber mal drei Klimazonen unterscheiden, in denen andere Bedingungen zum Überleben herrschen, die sowohl in Alaska als auch in Kanada zu finden sind, teilweise ein bisschen in abgewandelter Form, aber grob. Erstmal nur so als Übersicht. Wenn man dann irgendwelche Infos kriegt, in welcher dieser Klimazonen das Ganze wahrscheinlich spielen wird, dann kann ich da auch gerne noch ein bisschen detaillierter drüber was berichten und auch ein bisschen aufklären, welche Pflanzen es da gibt, was für natürliche Ressourcen zur Verfügung stehen etc. pp. Übrigens noch mal kurz zu meiner Qualifikation. Ich war auf Grönland, ich war ganz oft in Skandinavien. Ich war noch nie in Kanada oder in Alaska. Aber da das Waldgebiete sind, fallen sie halt in meinen Zustand. Als Forstwissenschaftler kenne ich mich natürlich auch mit ein bisschen zumindest mit kanadischen und alaskanischen Waldgebieten aus und kann da auch aufgrund meiner Vertiefung auf internationale Forstwirtschaft durchaus das eine oder andere dann noch ein bisschen was zu erzählen. Ne? Also auch wenn ich da nicht war, muss man mir jetzt nicht gleich sämtliche Qualifikationen absprechen, dazu was zu sagen. Dafür bin ich Fachmann. Ne? So, also. Die Klimazonen bzw. die Ökosystemtypen, in denen das Ganze spielen könnte, sind Tundra, Taiga und gemäßigter Regenwald bzw. kühl gemäßigter Regenwald. Da kann man sich jetzt ein bisschen kloppen, wie man den nennen möchte. Ja, das sind die drei, die wir jetzt mal beleuchten, weil eine von den dreien wird es wahrscheinlich sein. Ich tippe auf letztere. Gut, aber was ist eine Tundra? Um das kurz zu klären, wesentliches Charakteristikum, das ist die baumlose Strauch. Steppe, Strauch bis kein Strauch mehr irgendwann, der Nordhalbkugel, ja, mindestens mal der Nordhalbkugel. Theoretisch gäbe es die Tundra auch auf der Südhalbkugel, da ist sie aber quasi fehlend, weil es einfach keine Landmassen in der entsprechenden Nähe zur Antarktis gäbe und die Antarktis selber schon wieder zu krass ist, als dass sich da noch eine normale Tundra entwickeln könnte. Tundra, ich blende euch immer mal wieder ein paar Bilder ein, ist vielleicht der krasseste Lebensraum, wenn es um die Lebensfeindlichkeit geht, die man abseits von hohen Gebirgen auf der Nordhalbkugel unseres Planeten so finden kann. Ja, noch ein bisschen krasser wäre natürlich das grönländische Eisschild oder die arktischen auf dem Wasser schwimmenden Eismassen, klar, aber wenn das jetzt nicht sein soll, dann sind wir tatsächlich auf Level 2 dann auch gleich in der Tundra. Es ist dort zu kalt für Baumwachstum. Das Einzige, was es an Brennmaterial also gibt für den Survivalisten, sind Zwergsträucher, darunter unter anderem die Zwergbirke, Betula nana, oder die kriechende Weide bzw. krautige Weide, Salix herbacea, wäre ein Beispiel. Ja, da gibt es auch noch verschiedene Unterarten, also gerade bei den Weiden gibt es ein paar, die da in Frage kommen. Das Höchste, was man da erwarten darf in ausgeprägten Tundra-Regionen, ist mal in kleinen geschützten Tälern eine Vegetation aus Gehölzpflanzen, die ungefähr so mannshoch wird. Ja, das ist so das Höchste, was man da noch erwarten darf. Wobei man natürlich dazu sagen muss, es gibt auch noch eine Baumtundra, die eben so in der Übergangsphase zwischen Tundra und Taiga, Taiga sind ausgedehnte Waldgebiete, kommen aber gleich noch zu, sich befindet. Da findest du dann schon mal vereinzelte Bäumchen, die aber maximal so 5, 6 bis höchstens mal 10 Meter hoch werden und die sind auch wieder sehr vereinzelt. Heißt, wenn man da Feuerle machen wollte, könnte man so
einen fällen. Das Dumme ist nur, der ist ja noch am Leben, wenn man den fällt. Das heißt, man hat da erstmal frisches Holz, das noch Wasser getränkt ist. Das brennt erstmal scheiße. Man müsste also ein bisschen suchen, bis man einen findet, der schon eine Zeit lang abgestorben ist. Und da die da wirklich nicht so häufig stehen, die Bäume, sondern nur hier und da mal einer und dort mal einer und so weiter und so fort, muss man da gegebenenfalls ziemlich viel suchen. Und über 14 Tage wäre wahrscheinlich einfach nicht genügend Brennmaterial vorhanden. Das heißt, man müsste anfangen, Zwergsträucher zu verheizen. Das wäre eine große Umweltsünde. Das wäre eine richtige Sauerei, falls dann werde ich auch auf jeden Fall ganz viel hier rumstänkern, wenn tatsächlich die auf die Idee kommen sollten, in der Tundra ein 14-tägiges Survival-Programm zu machen, das dann die Vernichtung von jede Menge Zwergsträuchern zur Folge hat, die ewig lang brauchen, bis sie nachgewachsen sind. Wenn der Fritz auf Panama eine Palme fällt, scheiß drauf, ganz ehrlich, die wächst sofort wieder nach. Das ist so illegal, das spielt überhaupt keine Rolle, ökologisch gesehen. Ja? Damit macht er wirklich so gut wie überhaupt nichts kaputt. Da musst du nicht mal zwinkern, da brauchst du nicht mal im Ansatz ein Auge zuzudrücken. Das ist einfach egal. Ja? Sowieso davon abgesehen, dass diese Insel, auf der Shuffle 2 stattgefunden hat, nie Urnatur gewesen ist, beziehungsweise irgendwann schon mal, aber jetzt die letzten paar hundert Jahre auf keinen Fall mehr. Das heißt, das war so egal, wie es nur sein konnte. Die haben da wirklich vergleichsweise nichts kaputt gemacht. Also aus Naturschutzsicht habe ich an Staffel 2 eigentlich das einzige Bedenken, was ich da hätte, wäre das Kerosin, was die Hubschrauber verflogen haben. Aber das hätte jede Fernsehproduktion auch gemacht. Und für das Maß an Unterhaltung, das Seven vs. Wild produziert, ist ein gewisser Ressourceneinsatz halt nun mal, ja, das macht, ergibt Sinn. Ja, jede Form von Unterhaltung, die irgendwie produziert werden muss, oder überhaupt jede Form von irgendetwas, das produziert werden muss, verbraucht eine gewisse Menge an Ressourcen. Also, jedenfalls trotzdem in einem Tundra-Szenario dann riesige Flächen von Zwergsträuchern, die Jahrhunderte brauchen, um dann nachzuwachsen, abzuholzen, nur damit da ein paar Leute Spaß bzw. keinen Spaß beim Überleben haben können, das wäre dann tatsächlich ein bisschen problematisch. Also man müsste sich schon sehr, sehr, und davon abgesehen brennen die nicht gut, die sind ja auch alle noch lebendig, wenn sie abgeholzt werden. Das ist nasses Holz, das kriegst du fast nicht angezündet. Wenn du ganz großes Glück hast, findest du genügend abgestorbene Zweige, die am Boden rumliegen, die gibt's da ja auch, dass du dir mal ein kleines Feuerchen machen kannst, mit dem du dir mal ein Tässchen heißen Tee oder theoretisch einen Topf Ravioli, den du nicht haben wirst, heiß machen kannst. Es dürfte schon schwierig sein, genügend Feuerholz zusammenzukriegen, um mal einen Fisch zu grillen. Auch das ist vielleicht noch möglich, aber das ist dann auf jeden Fall schon eine Herausforderung. Selbst wenn man was zu essen findet, Fisch gibt es da nämlich immer noch, in den entsprechenden Seen und Gewässern durchaus vorstellbar, dann müsste man das erstmal zubereitet bekommen, weil Feuer machen da dann echt schwierig wird. Da würde sich dann empfehlen, in der entsprechenden Flasche, die jeder Teilnehmer dabei hat, zuverlässiges Zundermaterial, und zwar nicht nur ein oder zwei oder drei Stück, sondern am besten noch ein paar mehr, mitzuführen für den Zweck, da auch wirklich zuverlässig dann unter diesen extrem schwierigen Bedingungen tatsächlich auch ein Feuerchen zu laufen zu bringen. Ja, das würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist es realistisch, dass sich der Fritz für ein Tundra-Szenario entscheidet, beziehungsweise Fritz und Team? Nee, ganz bestimmt nicht. Hält man da 14 Tage durch mit der mitgenommenen Ausrüstung? Nee, ganz bestimmt nicht. Außer das Wetter ist wirklich ausgesprochen gut und man geht davon aus, dass die Teilnehmer die 14 Tage einfach nur absitzen. Aber von den momentan noch zur Debatte stehenden Teilnehmern traue ich da eigentlich niemandem zu. Es sei denn, die können alle ganz ausgesprochen super großartig angeln und schaffen es dann doch mit dem Feuerle so weit, dass sie ihren Fisch irgendwie gegrillt kriegen. Dann nennenswert lange zu überdauern. Außerdem gibt es keinerlei Baumaterial, also wirklich so gar keinerlei. Die paar Hölzchen, die da rumliegen, damit kannst nichts bauen, um ein Shelter zu errichten. Die einzige Möglichkeit in der Tundra was zu bauen, ist auf den Winter zu warten und dann baust du ein Iglu. Ja, während der Sommermonate geht das nicht, beziehungsweise was haben die Einheimischen früher gemacht? Die Survival-Experten für Überleben in der Tundra, Walknochen, andere große Knochen genommen und mit den Häuten dieser dazugehörigen großen Tiere da draußen Zelt gebaut und sind dann mit diesen Zelten durch die Landschaft gezogen, den Rentieren zum Beispiel hinterher. Waren meistens Jäger und Sammler einen Großteil ihrer Entwicklungszeit, bis man dann später angefangen hat, einfach an den Küsten vor allen Dingen Fischer zu sein, beziehungsweise Säugetierfischer, weil das ist ja kein Fisch, aber es ist trotzdem was, was im Wasser lebt, ne? Seehund, Wal, ja, sowas in die Richtung. Ne? Mit dem bisschen an Ausrüstung nahezu nicht vorstellbar. Ne?
wie das die Inuit geschafft haben, unter anderem die Inuit und andere Völker, andere Ureinwohner der nördlichen Nord-Nord-Nord-Halbkugel. Das ist sensationell, was die da so alles getrieben haben. Unter anderem haben bis vor wenigen quasi bis in die 70er Jahre hinein, viele Inuit noch dadurch gelebt, dass sie sich Grassodenhütten gebaut haben. Ah, Grassoden wäre noch ein Baumaterial. Ja. Also du nimmst eine Schaufel mit in deiner Flasche, was du nicht kannst. Dann schnitzt du dir eine Holzschaufel, was du nicht kannst, weil Holz gibt's nicht. Dann nimmst du eine Walknochenschaufel, was du nicht kannst, weil du hast keinen Walknochen, zumindest erstmal nicht auf die Schnelle. Aber jedenfalls nehmen wir mal an, du hättest aus irgendwelchen Gründen eine Schaufel. Und mit dieser Schaufel kannst du dann einfach Rechtecke aus dem Boden ausstechen, die dann häufig aufgrund des sehr, sehr tonhaltigen, sehr wasserundurchlässigen Bodens tatsächlich eine ganz gute Isolation, eine ganz gute Decke für ein Shelter abgeben und kannst dir dann damit tatsächlich ein wasserdichtes Shelter bauen. Das würde funktionieren, aber dafür bräuchtest du eine Schaufel und nochmal für die Träger und Stangen, die so ein Shelter in jedem Fall, aber in fast jedem Fall braucht, brauchst du Knochen. Großes Holz gibt es nicht. Ja, das ist das einzige Naturmaterial, was da in Frage käme, um dann sowas zu bauen. Also ich kann da jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber dann wird das hier zu lang. Fassen wir zusammen. Tundra mit einem 1-Liter Gefäß für 2 Personen an Ausrüstung, selbst wenn die noch Schlafsäcke haben und kein Feuer brauchen, um nicht zu erfrieren. Vergiss es. Ja. Ach so, was wollte ich noch? Die Inuit haben übrigens diese Grassodenhütten, die sie dann gebaut haben, beheizt mit einer Kerze im arktischen Winter. Eine Kerze. Ja, und diese Kerze wurde angetrieben mit Tran vom Wal oder Speck vom Seehund oder sowas, tierisches Fett, war da die einzige Brennquelle und es gab wirklich so ein kleines Flämmchen und das hat denen gereicht, um die nötige, zumindest mal nicht allzu niedrige, allzu sehr unter in Null gehende Raumtemperatur zu schaffen, in der die dann da gelebt haben. Und die haben natürlich viel gekuschelt zum Wärmerückhalt und hatten entsprechende Betten, die darin bestanden, dass alle schön zu eng zusammengekuschelt waren. Aber das haben die wirklich bis in die 70er Jahre noch so gemacht, in vielen Regionen da oben. Das ist absolut irre. Man kann nur Respekt haben vor diesen angeblichen Primitiven. Im Gegenteil, die sind uns in so vielem überlegen. Also ich kann das immer nicht nachvollziehen. Wir haben vielleicht eine Playstation, aber wir würden da innerhalb von 5 Sekunden tot umfallen. Da, wo die rausgehen, um mal ein bisschen ein Schneebad zu nehmen, weil es gerade nur 40 Grad minus hat oder solche Späße. Wahnsinnig beeindruckend, diese Leute da oben. Unglaublich. Gut, die Taiga. Die Taiga, auch da wieder hin und wieder mal Bilder eingeblendet. Also wer ganz weggucken möchte, das sieht sie halt dann nicht. Ne? Aber ich habe ein bisschen Bildmaterial hin und wieder dabei. Taiga ist gekennzeichnet als der boreale Nadelwald, wäre dann der etwas eingängigere Begriff. Taiga stammt aus dem Russischen, hat sich für alle anderen borealen Nadelwälder auch durchgesetzt, weil die haben davon da viel. Ne? Wer lieber borealer Nadelwald sagen möchte, um Putin zu ärgern, kann das natürlich gerne tun. Ich befürchte aber, das wird ihm ziemlich egal sein. Egal jedenfalls ist der boreale Nadelwald je nach Region erstmal zirkumpolar, das bedeutet, der kommt über die gesamte Nordhalbkugel innerhalb einer gewissen nördlichen Breite vor. Es gibt ihn auch in Skandinavien, wo er nicht von Bergtundra, zum Beispiel in Norwegen oder im schwedischen Fjell, abgelöst wird. Auch da ist das alles mit unserer heimischen Fichte, mit Picea abies, bewachsener Nadelwald im Wesentlichen. Gerade in Skandinavien außerordentlich artenarm, da kommt im Grunde als Baumart wirklich bloß, wo nicht gerade die Moorbirke rumsteht, weil gerade ein Moor ist, fast nur diese Fichte tatsächlich vor. Also unsere ganz normale Fichte in nordischer Ausprägung, schon mit ein bisschen anderen Genen als die Südlandfichte, sage ich jetzt mal. Aber es ist letztendlich der gleiche Baum, wäre miteinander kreuzbar. Ja, in Sibirien gibt es ein paar mehr Bäume, die in den borealen Nadelwald in Frage kommen. Und in Alaska bzw. Kanada sind es sogar noch mal ein paar mehr. Insgesamt glaube ich etwa 10. Die können wir dann irgendwann im Laufe der Zeit auch mal alle kennenlernen, falls die da bei Seven vs. Wild eine Rolle spielen sollten. Damit ein bisschen Bescheid wissen, was da was ist und was man als Kandidat noch hätte damit anstellen können. Aber fürs Erste lasse ich euch einfach gesagt sein, es sind etwa 10.
Und mit diesen 10 hast du dann auch im Wesentlichen den Hauptteil deiner Ressourcen abgeklärt. Es gibt grundsätzlich sowohl in der Tundra als auch in der Taiga, das habe ich in der Tundra noch vergessen zu erwähnen, einen relativ großen Reichtum an kleinen Beeren, die man da auch mampfen könnte, die durchaus mit großer Wahrscheinlichkeit reif sein dürften, wenn die Kandidaten dazu gegen sind. Das ist also so ein bisschen wie das Heidelbeerfressen bei Staffel 1. Hier wäre es dann allerdings zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Vaccinium myrtillus, also die Blaubeere, die man aus Schweden kennt, sondern so ein paar andere Vaccinium-Arten beispielsweise. Teilweise auch relativ mühsam zu sammelnde und etwas schwierig zu essende Bärchen, wie das Moosbärchen, das ist winzig klein, man kann es theoretisch essen, schmeckt es nicht so richtig gut. Krähenbeere hast du da natürlich überall. Krähenbeere ist nicht Cranberry, auch wenn das naheliegend wäre. Und diese Beeren sowohl in der Tundra als auch in der Taiga durchaus in gewissen Mengen zu finden. Pilze kann man theoretisch auch finden, wenn man Glück hat. Die müsste man natürlich identifizieren können. Und da es sich dann um nordamerikanische Pilze handelt, sollte man als Deutscher tunlichst sich wirklich nur dann an die Pilze rantrauen, wenn man sich mit nordamerikanischen Pilzarten auskennt. Das erfordert sehr viel Vorbereitung, sage ich jetzt mal. Noch besser bist du tatsächlich ein richtiger Pilzexperte, fundiertester Pilzsammler und hast ein entsprechendes Bestimmungsbuch dabei oder eine Bestimmungs-App. Letzteres fällt ja aus, aber einzelne Seiten aus dem Bestimmungsbuch könnte man ja theoretisch mit in die Flasche packen, wenn man da pilztechnisch irgendwelche Ambitionen hat. Es fängt übrigens gerade an zu regnen, aber solange das nur so ein paar Tropfen sind, kann ich ruhig noch ein bisschen weiter erzählen. Taiga, also geschlossene große Waldgebiete ohne großartig viel Abwechslung. Die sehen fast immer, fast überall mehr oder weniger gleich aus, unterscheiden sich noch in der Anzahl der Steine, die da drinnen liegen, sind häufig auch geprägt durch Bartflechten, also bartförmige Flechten, die vom Baum bzw. vom Ast hängen, an denen man dann wunderbar erkennen kann, dass hier offensichtlich feuchte und gute Luft zu finden ist. Gute Flechten sind immer ein Zeichen für gute bzw. feuchte Luft. Und die sind häufig, zumindest vielleicht, wenn sie gerade trocken wären, als Zunder zu gebrauchen. Teilweise sind sie sogar giftig, teilweise ganz selten sogar mal ein kleines bisschen essbar. Auch dazu würde ich dann noch ein paar Details ergänzen wollen. Das Schöne in der Taiga ist, dass man natürlich jede Menge Brennholz findet. Man findet auch jede Menge Baumaterial, um da jede Menge Formen von Hütten zu bauen. Man könnte sich, gerade wenn man die Tundra angrenzend ist oder irgendwo ein Berg ist, der ein bisschen weiter hoch geht, dann beginnt eine Bergtundra, auch da dann wieder Grassoden als Deckmaterial für irgendwelche Hütten ausstechen, so man dann eine Schaufel hat, was man ja wieder nicht hat, sofern man sie nicht aus Holz geschnitzt hat, was auch wieder nicht geht, weil du spätestens das Schaufelblatt nicht hinbekommst, aber egal. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten wird es darauf hinauslaufen, dass wir ganz viele Dächer der diversen zu bauenden Hütten aus Nadelzweigen finden werden, sehen werden in Seven vs. Wild. Ja, das ist so das Dachdeckmaterial schlechthin. Sollte es tatsächlich ein etwas gemäßigter Bereich der Taiga sein, dann kann es sein, dass da auch noch ein paar Farne wachsen, die man dann ebenfalls als Deckmaterial verwenden kann. Man könnte es auch mit Moos gibt es da überall, versuchen. Moos hat halt aber den Nachteil, dass es quasi ein Schwamm ist, den du dir auf dein Dach legst. Solange der noch trocken ist, nimmt er erstmal eine Menge Regen auf. Wenn er dann aber irgendwann nass ist, dann weicht er dein Dach auch dann noch auf, wenn es schon lange aufgehört hat zu regnen. Das heißt, das sollte man sich gut überlegen. Wirklich dichte Dachkonstruktion kann man damit eigentlich nicht bauen. Ja. Was uns bei beiden Themen, Taiga als auch Tundra, zu der Frage bringt, wie baut man denn da jetzt am besten ein wasserdichtes Shelter? Bei den Niederschlägen, die zu erwarten sind in Alaska oder Kanada, wäre es entscheidend, gerade bei den hohen Niederschlägen, da irgendeine Form von zivilisationswasserdichter Schicht einzubauen. Es dürfte sehr lange dauern und außerordentlich mühsam sein und sehr viel technisches Geschick erfordern, wäre was für die Naturensöhne, ein Shelter zu errichten, das nur aus Naturmaterialien besteht, selbst bei den vielen, vielen Holzstämmchen und Ästchen und Zweigchen, die man in der Taiga finden kann, das wasserdicht ist. Das dürfte sehr, sehr schwierig werden. In einem Tundra-Szenario wäre man 100% als Shelter auf alles irgendwas Mitgebrachtes angewiesen, da man da eben so gut wie nichts improvisieren kann. Im Taiga-Szenario eine wie auch immer geartete Zweighütte, Asthütte, wie auch immer man das nennen möchte, ist sehr, 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 sehr schön ergänzt mit eben ein paar oder
ein bis zwei beziehungsweise einer großen Plastikfolie, in welcher Form auch immer, die mit in der Flasche transportiert worden ist, um das Shelter dann auch wirklich wasserdicht zu machen. Ja, mit starken Regengüssen ist zu rechnen bei den dort vorherrschenden Temperaturen. Die dürften sich, je nachdem wo das Ganze stattfinden soll, bei ein bisschen über 0 bis hin zu auch durchaus mal 15, 16 Grad, in der Sonne auch gerne mal 20 oder drüber. Gefühlte Temperatur mindestens in der Sonne, auch mal gut über 20, wenn sie Glück haben, die Kandidaten, befinden. So irgendwas um den Dreh. Frost ist jederzeit möglich. Ne? In komplett Alaska als auch Kanada kann es auch im Sommer zu Frosteinbrüchen kommen. Das ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich, und dementsprechend hoffe ich, dass der Schlafsack, den alle Teilnehmer ja den gleichen bekommen, der gestellt wird, auch einer ist, der deutlich in den Minusbereich geht, zumal man ja dabei beachten muss, das hatte ich auch schon kurz im Ausrüstungsvideo erwähnt, ein Schlafsack ist immer nur so warm, wie derjenige Körperwärme abgibt, der drin liegt. Wenn es der wärmste Schlafsack der Welt ist und derjenige, der drin liegt, kann keine vernünftige Körperwärme mehr aufrechterhalten, dann hilft ihm der Schlafsack auch nicht allzu sehr. Ja, und das muss man also bei der Geschichte auch immer noch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Drum wäre es wichtig, nicht nass zu werden, insbesondere da keine Wechselklamotten vorhanden sind und auch nicht wirklich eine Option da ist, Wechselklamotten mitzunehmen, muss man dringend darauf achten, seine Kleidung nicht nass zu machen. Die einzige Möglichkeit, die dann wieder trocken zu kriegen, nachdem sie nass ist, ist im Schlafsack zu sitzen, in der Hoffnung, dass der dann noch trocken geblieben ist, sich mit dem einigermaßen warm zu halten und über dem Feuer, so man dann eins hat, so man dann auch bei Regen eins anbekommt und genügend Feuerholz vorratig hat, das wäre in der Taiga dann wieder deutlich einfacher als in der Tundra, um eben nasse Kleidungsstücke wieder einigermaßen trocken zu bekommen. Das gilt übrigens auch für Schuhe. Einen sehr, sehr kalten Zeh gibt es sehr schnell, wenn man ständig in nassen Schuhen rumläuft. Man darf gerne darüber nachdenken für die Kandidaten, ob sie nicht eventuell mit Luntax unterwegs sein wollen. Das ist ein Wandergummistiefel. Also im Prinzip erstmal ein Gummistiefel, aber mit vernünftigem Profil, mit Wandersohle, mit dem man auch nicht ausrutscht, wenn man auf Steinen und nassem Holz unterwegs ist. Also zumindest nicht so schnell ausrutscht. Da kann man natürlich immer noch ausrutschen. Und das wäre definitiv das Schuhwerk meiner Wahl für egal welches Szenario, da ja auch nicht ewig weit gelaufen werden muss. Also selbst wenn du sagst, ich kann in den Dingern nicht 30 Kilometer weit marschieren, scheißegal, du musst ja auch nicht 30 Kilometer weit marschieren. Wenn du am Tag 2 Kilometer rumrennst, dann war das schon relativ viel in Anbetracht dessen, dass Kalorien ein knappes Gut sind und man daher seine Bewegungen gut einteilen sollte und sie nur für Dinge einsetzen sollte, die dann auch wirklich sinnvoll sind und einen weiterbringen. Gut. Da es jetzt doch noch ein bisschen mehr regnet und ich noch ein bisschen mehr zu erzählen habe, gucke ich mal, ob in der Hütte, die es hier gleich nebendran gibt, schon jemand sitzt. Wenn ja, dann muss ich mir was einfallen lassen. Wenn nein, dann ist gut. So, wie man sieht, habe ich ein Hütchen gefunden. Sitzt keiner drin, deswegen ist es jetzt meins. Ha, temporär. Gut, Thema Wasser. In beiden genannten Ökosystemen, sowohl Taiga als auch Tundra, gibt es normalerweise im arktischen Lebensraum problemlos Möglichkeiten, kleine Bächlein, kleine Flüsslein zu finden, die Trinkwasserqualität haben. Man sollte natürlich in der Lage sein, anzusprechen, ob das sich jetzt hier gerade wirklich um ein Exemplar von Bach mit Trinkwasserqualität handelt oder eben nicht, da sowohl in Kanada als auch Alaska sehr wohl auch Viehwirtschaft betrieben wird und Wasser in der Nähe von Vieh ja durchaus dann auch kontaminiert sein können mit verschiedenen Krankheitserregern. Da muss man also ein kleines bisschen aufpassen. Hier kommt es natürlich darauf an, inwiefern jetzt die Organisatoren von Seven vs. Wild bezüglich der Wasserdebakel auf der Isla San Jose, glaube ich, spricht man das aus oder wie auch immer, gelernt haben, weil die Nummer mit den ganzen Chemieabfällen bzw. Chemiewaffenrückständen im Wasser rückwirkend betrachtet, sehe ich das auch erheblich kritischer, als ich das letzte Mal kommentiert habe, gesehen habe. Das ist also schon einiges da ein bisschen schiefgegangen und war mitunter eine relativ brenzliche Angelegenheit. Da kann man eigentlich froh sein, dass da niemand mit ohne größere Schäden, also niemand mit größeren Schäden gestraft worden ist. So, wie gesagt, Kanada, Alaska, ganz andere Situation. Trinkwasser kann man eigentlich fast immer finden, wenn man weiß, wie man es anzusprechen hat, also zu beurteilen hat, ob es sich denn wirklich um Trinkwasser handelt oder nicht. Mitführen von Wasserentkeimungsmitteln wäre allerdings auch vorstellbar. Nehmt bloß keinen Filter mit, so viel Wasser werdet ihr nie trinken, dass der Filter vom Volumen her gerechtfertigt wäre. Besser ist da in jedem Fall chemische Wasseraufbereitung, weil die auf einen viel geringeren Platzbedarf
ja, zurechtkommt sozusagen, als dass man den ganzen Filter mitschleppt. Selbst wenn wir sagen, dass wir insgesamt für die 14 Tage pro Person, sagen wir mal, etwa 60 Liter benötigen, dann wären wir bei 120 Liter. Das wären entweder 120 winzige Tabletten, die kann man auch durchaus deutlich platzsparender verpacken, als alle in ein Tablettenblisterchen reinzupacken, beziehungsweise in vier Tablettenblister, weil eins hat, glaube ich, 25 Tabletten drin. Wenn wir jetzt von Katadyn Micropur Forte reden, das ist das Wasserentkeimungsmittel der Wahl, oder alternativ eben eine Flüssigvariante davon. Das wäre wahrscheinlich vom Gesamtvolumen her sogar noch ein bisschen kleiner, wenn man die Flüssigvariante mitnehmen würde. Also das geht auch. Ja? Beides ist durchaus machbar. Das heißt, das würde ich jetzt mit Thema Wasseraufbereitung schon davon ausgehen, dass das kein großes Problem darstellen sollte. So, und das ist auch im letzten unserer Ökosysteme, die wir uns angucken wollen, der Fall. Das wäre dann nämlich der kühlgemäßigte oder der gemäßigte Regenwald. Den finden wir entlang der Küste des Pazifik, wohlgemerkt. Ne? Also weder am Nordpolarmeer noch zum Atlantik raus. Also quasi dann andere Seite von Kanada. Nicht die Alaska-Seite, sondern die Richtung Grönland-Seite. Das ist aber auch das Nordpolarmeer, von daher ist es egal. Sondern aber jedenfalls im Pazifikgürtel Bogen, den Kanada und Alaska halt am Pazifik entlang machen, da an der Küste bis hin zum höchsten Alaska, dann wird es irgendwann zu kalt. Da befindet sich der Küstenregenwald der gemäßigten Zone. Das ist so die Location, in der ganz viele Staffeln von Alone stattgefunden haben, in der auch andere Survival-Shows, unter anderem ein furchtbares Teil auf Netflix, das war aber grässlich, stattgefunden haben. Und eine offensichtlich außerordentlich beliebte Location für Survival-Shows. Ne? Vielleicht wird die andere oder eine oder andere weitere Staffel von Alone, möglicherweise internationales Alone mit mal anderen Teilnehmern als US-Amerikanern, möglicherweise vielleicht auch Deutsche, die komischerweise auch dieses Jahr irgendwo in dieser Region möglicherweise gedreht werden sollte, auch da stattfinden. Ne? Die kriegen wir dann nächstes Jahr zu sehen. Ja? Also nicht mehr dieses Jahr, vermutlich nicht zum Weihnachtsgeschäft, so wie bei Seven vs. Wild, sondern dann vermutlich eben erst nächstes Jahr. So, und an der Stelle der kleine Spoiler, ja, das gibt's wirklich. Also es wird eine deutsche Staffel von Alone geben, die suchen gerade noch nach Kandidaten. Ja, die haben mich auch gefragt, aber dazu hatte ich leider auch die Hosen voll. Beziehungsweise bei Seven vs. Wild habe ich diverse andere Gründe, um da nicht teilzunehmen, nicht nur die Hosen voll, beziehungsweise... Also das 14 Tage, das würde ich mir noch zutrauen. Ja? Last Man Standing, was ja bei Alone gefordert ist, selbst mit mehr Ausrüstung, das würde ich mir nicht zutrauen. Ja, da habe ich wirklich die Hosen voll. Vor Alone habe ich einen gehörigen Respekt. Aber ja, sie haben mich gefragt. Also übrigens herzlichen Dank nochmal an der Stelle, falls das zufällig irgendjemand sehen sollte von eurem Produktionsteam. Wirklich herzlichen Dank. Das hat mich wirklich gefreut und fühle mich geehrt, dass man da an mich gedacht hat. Ob ich da nicht vielleicht Bock drauf habe. Aber nee, ich habe die Hose voll. würde übrigens auch vielen nicht ganz super Ultra-Survival-Experten, die wir in Deutschland so haben, übrigens auch sehr raten, auch die Hose voll zu haben. Ihr macht euch vielleicht lächerlich, wenn ihr da teilnehmt. Das dürft ihr halt auch nicht vergessen. Wenn ihr richtig scheiße performt, dann sorgt das auch nicht für einen besseren Ruf bei euch. Ja? Hingegen, falls ich zum Beispiel, Joe Vogel, falls du dich noch nicht beworben hast, mach das doch noch. Ja? Du bist zwar nicht mehr ganz in Deutschland ansässig, aber das würde doch trotzdem wahrscheinlich irgendwie funktionieren. Ne? Oder Survival-Lily wäre ein Thema. Viel mehr Leute fallen mir eigentlich gar nicht ein, denen ich das wirklich zutrauen würde, das problemlos durchzustehen und gegebenenfalls vielleicht sogar zu gewinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Egal. Jedenfalls kommen wir zurück zu unserem küstennahen Regenwald bzw. kühlgemäßigten Regenwald. Der ist gekennzeichnet erstmal auch wieder durch Wald. Er hat eine gewisse größere Baumartenvielfalt, als das bei den Tundra-Wäldern der Fall ist. Und natürlich gibt es eine Übergangszone zwischen Regenwald und Tundra-Wald. Das geht so ein bisschen ineinander über. Da wäre also auch irgend so ein Zwischending vorstellbar. Die küstennahen Regenwälder haben jetzt einen großen Vorteil. Sie sind küstennah. Das heißt, als zusätzliche Nahrungsquelle hätte man da alles, was das Meer so anspült. Dazu gehört dann also Seetang, verschiedene Algen und solche Späße. Die sind zum Teil durchaus ordentlich proteinhaltig, in großer Menge verfügbar. Wie ich gleich noch ausführe, ist zwar fast nichts von diesen Algen, Seetang und so weiter und so fort Sachen wirklich giftig, aber ganz viel in die Richtung enthält unglaublich viel Jod. Das ist zwar einerseits erstmal ganz gesund, aber wenn man davon ganz viel futtert, dann kann man doch schnell eine deutliche Überdosierung von
von Jod abbekommen und das ist dann irgendwann nicht mehr gesund. Da sollte man also das zumindest im Hinterkopf behalten, dass man sich nicht alle einzig und allein von zum Beispiel Seetang ernähren kann. Schlechte Idee, ne? So, also nur damit ich das nochmal kurz erwähnt habe, aber so nebenbei mal zwischendurch ist das A gesund und B schmeckt gar nicht schlecht, insbesondere wenn man zum Beispiel Sushi mag. Und C an der Küste eigentlich fast überall verfügbar. Und es gibt meines Wissens kaum irgendwas in die Richtung, das irgendwie giftig wäre. Da müsste ich mich aber dann auch noch mal ein bisschen schlau machen, würde das gegebenenfalls auch noch mal tun. Sollte sich herausstellen, dass das tatsächlich die Location der Wahl ist. Problem, da regnet es viel, so richtig viel. 4000 mm Jahresniederschlag im Durchschnitt. Es gibt auch Ecken, die noch mal deutlich schlimmer dran sind. Vancouver Island wäre so ein Beispiel, wo ja auch sehr viele Staffeln von Alone, wie schon gesagt, stattgefunden haben. Da regnet es dann noch mal deutlich mehr. Ansonsten, da findet man schon Holz, da findet man eben auch jede Menge Meeresbewohner, da kann man auch jede Menge Schnecken, Muscheln und sonstiges vom Fels kratzen. Da muss man allerdings dann auch wieder vorsichtig sein, weil die eine fiese Krankheit haben können, die sich auch auf den Menschen übertragen lässt, beziehungsweise die Muscheln dann giftig sein lässt. Sonst könnte man in der Hinsicht wirklich ganz, ganz viel Nahrung da einfach vom Fels kratzen. Aber da muss man einfach gucken. Da kann sein, dass die lokalen Experten da eine Warnung aussprechen, dass das auf keinen Fall gegessen werden darf. Und daran sollte man sich dann auch halten. Daher einfach Muschel vom Fels kratzen wäre schön, muss aber nicht zwingend möglich sein. Ne? Und das sind im Wesentlichen eigentlich auch die einzigen Wälder, die in Frage kommen, wenn es ein küstennahes Szenario sein soll, weil die anderen Küsten, außer die mit dem Regenwald nebendran, ist Nordpolarmeer. Und das kannst du vergessen. Im Nordpolarmeer gibt es zwar tolle Dinge, aber kaum was, was du irgendwie essen kannst. Und da angeln zu gehen, mit welchem Köder denn? Wo willst du den jetzt hernehmen? Das Problem hatten wir ja schon in Schweden, dass sich da alle, also Martin und Fritz im Speziellen, aufgeregt haben, insbesondere Martin, dass es da ja keine Köder gibt. Das kann ja wohl nicht sein, ne? Und das wird übrigens ganz ähnlich sein, auch in Alaska und Kanada. Da wird man auch genau wissen müssen, wie man an Köder rankommt. Vorzugsweise einen kleinen Fisch fangen und dann als Köder verwenden. Eine Maus mit einer Schlagfalle erlegen, die Maus als Köder verwenden oder Teile der Maus natürlich und solche Späße. Ja? Aber einfach einen Wurm ausbuddeln und zack, hast du einen super Köder. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so einfach sein wird. Vielleicht ja. Ja, gerade wenn es ein Regenwald-Szenario ist, da ist es generell nicht so kalt. Da wird es auch im Winter nicht so furchtbar kalt und da wird es schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht so furchtbar kalt. Das heißt, das Bodenleben ist da deutlich ausgeprägter, als es in einem Tundra- oder Taiga-Szenario der Fall sein dürfte oder in einem schwedischen Szenario wie in Staffel 1. Ja, also da dürfen wir schon deutlich mehr Bodenlebewesen erwarten. Vielleicht ist das für die Angler ja irgendwie relevant, aber ich habe ja keine Ahnung von Angeln. Genau. Und wichtig natürlich auch für ein küstennahes Szenario die Verfügbarkeit von Fisch, ja, die Verfügbarkeit von Meeresfisch und sofern es dann da auch irgendwelche großen Flüsse gibt. Und das, wenn es so ein Szenario würde, und ich halte das für sehr wahrscheinlich, dann wird das mit Sicherheit auch an großen Flüssen stattfinden. Und diese großen Flüsse, da wollen bitte gerne die Lachse hoch. Und vielleicht findet es auch ein bisschen weiter oben an so einem Fluss statt, wo die Lachse dann bereits weit genug hochgeschwommen sind, um in ihre Kinderstube zu kommen. Die laichen dann da ab und sterben schlicht und ergreifend. Die schwimmen ja nicht mehr zurück. Das ist ein einmaliges Laichgeschehen, was da stattfindet. Und damit sind die Bären dann ganz gut beschäftigt, da die halbtoten Lachse oder die eben noch nicht ganz abgeleichten, aber in riesigen Mengen vorkommenden Lachse aus dem Wasser zu zerren und da eigentlich nur die wesentlichen fetthaltigen Teile von den Fischen zu fressen. Der Rest bleibt liegen, wird teilweise von den Bären auch noch tief ins Inland getragen, verrottet da, sorgt mit per Fischdünger dann tatsächlich für tolles Wachstum der dörtlichen Pflanzen und ist ganz wichtig fürs Ökosystem, dass jede Menge Lachse nichts Besseres zu tun haben, als sich zu Tode zu laichen, um dann von den Bären und auch in Form von Bärenscheiße natürlich überall im Land verteilt zu werden. Ja, also eine gute Angelegenheit. In diesem Punkt sind Bären dann übrigens für das Ökosystem da oben durchaus sehr, sehr wichtig, weil sie halt eben den Dünger ins Landesinnere in Form von totem Lachs bzw. Gegessenem Lachs in der Landschaft rumtragen. Ne? Ich bin ein bisschen kritisiert worden bezüglich der Tatsache, dass es so einfach wäre, Lachs zu fangen. Das ist es natürlich nicht, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich die leichteste, am leichten zu bekommenste
am leichtesten zu bekommende Nahrungsquelle für die meisten Kandidaten und dann auch gleich in großer Menge, so man sich dann ans Flüsslein traut, an dem auch jederzeit potenziell ein Bär auftauchen könnte, der ebenfalls Lust auf Fisch hat. Ja, drum ist es eben auch wichtig und drum wird das bei Alone auch so gemacht, dass die ganzen Alone-Geschichten nicht irgendwo oben am Fluss stattfinden, wo die Lachse dann wirklich sterben und die Bären dann alle hingehen, sondern irgendwo weiter unten am Fluss, wo die Lachse nun mal kurz vorbeikommen, weil sie ja alle hochschwimmen, um dann da zu sterben. Ja, also das an Lachs rankommen wäre in dem Bereich, wo die Bären auch sind, nochmal viel, viel, viel einfacher. Aber vielleicht will man da nicht sein. Drum wäre eben in einem küstennahen Szenario nur mit ein paar, ja, das sind ein paar Tage im Regelfall, wo die Lachse wirklich in großen Mengen vorbeischwimmen und dann ist das auch wieder vorbei. So habe ich mir zumindest sagen lassen, aber ich habe ja von Fisch keine Ahnung, möchte ich nochmal betonen. Ja, also bestätigt euch, lasst euch das gerne von irgendwem bestätigen, der sich mit Fisch auskennt, von mir aus vom Robert Mark Lehmann. Ihr könntet dem mal auf die Nerven gehen, weil der erklärt das euch. ja. Mit dem Thema Bär und Fisch wären wir jetzt auch bei den Tieren angekommen. Die groben möglicherweise in freikommenden Ökosysteme haben wir schon geklärt. Jedes dieser Ökosysteme, mit Ausnahme der Tundra, beinhaltet den Puma. Der Puma oder Berglöwe oder Mountain Lion oder wie auch immer man den nennen möchte, das ist eine Großkatze, die 60 Kilo schwer wird, hin und wieder mal auch 70, soll es auch schon gegeben haben, und die manchmal auf die Idee kommt, Menschen vom Baum ins Genick zu springen und da mal kräftig reinzubeißen. Die ist durchaus in der Lage, einen Menschen zu töten, einen erwachsenen Mann, kein Problem, kann sie, macht sie allerdings nicht sehr oft. Zum Puma möchte ich noch ein bisschen was ergänzen. Das ist tatsächlich keine Großkatze, da hatte der Ben vor Ort Unrecht. Es ist die größte Kleinkatze, allerdings die viertschwerste Katze der Welt nach Tiger, Löwe, Jaguar und dann kommt auch schon der Puma. Außerordentlich kräftige Tiere, das kann man auf diesem Bild schön sehen. Die bestehen nahezu nur aus Muskeln, sind außerordentlich agil und beweglich. Faszinierend. Wir kennen ja alle unsere Hauskatze. Die springt aus dem Stand gerne mal auf den Tisch, vielleicht sogar mal irgendwie weiter hoch in ein Regal. Der Puma, der springt 5,50 m in den nächsten Baum. Aus dem Stand, als wäre es nichts. Ja, das nun mal so als kleines Detail, wenn man sich fragt, was der so kann. Der kann vieles. Er frisst auch so ziemlich alles, was Nordamerika hergibt, also bis hin zum Elch. Natürlich keinen großen ausgewachsenen Elchbullen, aber doch so das eine oder andere. Die wiegen Minimum 60 Kilo, also selbst Weibchen in Alaska, Kanada haben gerne mal 60 Kilo. Ja, vielleicht gibt es auch mal einen mit nur 50 und ein junges Tier sowieso auch weniger, ja. Aber nur damit wir das geklärt haben, es kann aber bei der Nordpopulation vom Puma, und mit der hätten wir es ja gegebenenfalls durchaus zu tun, auch mal ein 100 Kilo schweres Männchen geben. Und ja, das ist dann schon eine ziemliche Katze. So, wer Katzen kennt, weiß, Katzen sind nicht unbedingt immer besonders freundlich. Deswegen lieben wir sie ja so. Und das gilt auch für den Puma. Der kann außerordentlich gefährlich werden. Beim Jagen springt er eigentlich so ziemlich alles, was er so erbeutet, tatsächlich an. Also springt ihm auf den Rücken. Und ja, er ist auch in der Lage, bei uns Menschen rauszufinden, wo unser Rücken ist. Und beißt dem Opfer bzw. der Beute ins Genick und da kommt dann das außerordentlich nützliche und praktische Gebiss zum Einsatz. Das sehen wir hier. Ja, der hat also ein sehr, sehr spitzes Maul, hat nur sehr wenige Zähne. Das sieht man vor allen Dingen in der unteren Aufnahme. Aber das Maul ist auch sehr, sehr kurz. Er hat einen sehr langen Kopf nach hinten. Diese Verlängerung, gerade auch diese super lange Schläfe, das dient als Bereich, wo jede Menge Muskulatur, Nacken- und Beißmuskulatur ansitzen kann. Und dieses große Muskelklumpengebilde sozusagen dient ihm als Beißkraftverstärker und dann noch durch den relativ kurzen Kiefer hat er damit also eine sensationelle Beißkraft. Ne? Kurzer Kiefer heißt große Wirkung auf kleinem Raum und kriegt also alle möglichen Wirbelsäulen, ja, vielleicht nicht durchtrennt aufs Erste, aber zumindest mal gebrochen. Und warum erzähle ich das so detailliert? Weil ihr bitte Angst vorm Puma haben sollt. Also, wenn ein Puma beschließt, einen Menschen anzugreifen, dann ist er wahrscheinlich mit das Gefährlichste, was da rumrennt.
Allerdings, jetzt muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, das beschließt dann nur aller seltenstens. Allermeisten, in den allermeisten Fällen hauen Boomers ab und sind sehr, sehr scheu und werden auch nur recht selten beobachtet. Daher, ja, also rein statistisch, rein realistisch muss man sich da nicht wirklich Sorgen drum machen. Aber wenn er gefährlich werden möchte, dann hat er durchaus die Möglichkeit, dies zu tun. Die Statistik liegt gerade bei 4 Puma-Angriffen auf Menschen in Nordamerika pro Jahr. Davon gehen die meisten Angriffe allerdings glimpflich aus. Tote gibt es, glaube ich, 4 oder 5 in den letzten 30 Jahren, die auf das Konto vom Puma gehen. Meistens sind es Kinder, entsprechend sind erwachsene Menschen deutlich weniger anfällig, also rein statistisch gesehen, dass sie vom Puma getötet werden. Ja, Puma würde ich also, ja, es ist schwierig. Viele Leute haben vor Puma Angst. Viele Leute haben vor Puma sogar mehr Angst als vor Bär oder Wolf. Wolf kann man eigentlich knicken, der ist nicht besonders gefährlich, statistisch gesehen. Bär durchaus. Puma, ja, kommt drauf an. Weil der Bär, den hörst du kommen, der ist nicht leise. Da kannst du entsprechende Maßnahmen ergreifen, da kannst du Bärenspray verwenden und so weiter und so fort, um den Bären abzuwehren. Und das funktioniert auch ganz, ganz oft, sagen wir es mal so. Beim Puma, den hörst du nicht kommen. Das kann also wirklich sein und ist schon vorgekommen, wenn auch deutlich, deutlich, deutlich seltener als Angriffe von Bären, dass ein Puma jemanden ins Genick springt und macht. Ja? Und das wäre insbesondere im Küstenbereich, wo die schönen Lachse unterwegs sind und so weiter und so fort, durchaus ein mögliches Szenario. Wie wahrscheinlich ist das? Kaum. Also hochgradig, hochgradig, hochgradig unwahrscheinlich. Vorher rutscht er auf irgendwas aus und bricht dir das Genick. Ja, das ist viel, viel, viel wahrscheinlicher, als dass sich der Puma killt. Aber man sollte den Puma vielleicht doch im Hinterkopf haben, wenn man drüber nachdenkt, ob man bei Seven vs. Wild Kanada, Schrägstrich Alaska mitmachen möchte. Ja? Wenn der Puma einen umbringen möchte und einem ins Genick springt, irgendwo vom Baum und solche Späße, da kannst du eigentlich nichts dagegen tun. Es ist ein interessanter Tipp, der sich seit Staffel 1 von Alone bei vielen Waldläufern da oben in der Region etabliert hat, ist eine Mütze aufzuhaben, die auf der Rückseite Augen hat. Dass das so aussieht, als hätte man Augen auch am Hinterkopf und das soll den Puma verwirren, dass er nicht weiß, wo hinten ist und nicht weiß, von welcher Seite er angreifen muss, wenn er dann vorhat, einen anzugreifen. Ne? Vielleicht ist das für die Kandidaten ganz lustig, eine Mütze mit Augen auf der Rückseite mitzunehmen. Ich würde es tun. Ja? Ich will ja nicht mitmachen, aber ich würde es tun. So eine Mütze, das kann nicht schaden. Wobei andererseits könnte ich dann meinen Hut nicht mitnehmen. Ja, das würde nicht gehen. Dann müsste ich mir Augen auf meinen Hut nähen. Das würde auch gehen, glaube ich. jedenfalls, ja, das ist eine Option. Gut, so viel zum Puma, soll an dieser Stelle auch schon reichen. Sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, aber wenn, dann böse. Ja? Wolf. Wolf können wir recht einfach abhaken. Ich habe ja schon viel Zeit damit verbracht, mal diverse Statistiken zu Wolfsangriffen weltweit durchzukauen mit euch. Da gibt es den Fall der berühmten Joggerin in Alaska, die vom Wolfsrudel gefressen wurde. Das ist aber auch die einzige in den letzten Jahren. Ja, da ist also seitdem nicht mehr viel passiert. Die Chance in Alaska oder Kanada vom Wolf gefressen zu werden, die geht gegen null. Das ist also unglaublich unwahrscheinlich. Das kommt so gut wie nie vor. Die Wölfe da sind schon lange, lange, lange keine Menschenfresser mehr. Wenn sie jemals überhaupt nennenswert welche waren, dann waren das ganz, ganz seltene Ausnahmen oder bedauerliche Missverständnisse. Missverständnisse, wie eben die Nummer mit der Joggerin, die dann dummerweise vor den Wölfen weggerannt ist und damit deren Verfolgungsinstinkt ausgelöst hat und sich wie Beute verhalten hat, bis es dann halt eben zu spät war. Das kann man recht gut rekonstruieren, dass hier beidseitiges Fehlverhalten, also den Wölfen kann man schon unterstellen, wenn sie jemanden töten und fressen wollen, dann ist das Fehlverhalten. Auch wenn sie das vielleicht nicht so sehen, aber für uns Menschen wäre das schon nicht so schön. Also vom Wolf gefressen werden, nahezu ausgeschlossen. Vor dem muss man echt keine Angst haben. Wobei natürlich auch hier wieder potenziell, während ich beim mitteleuropäischen Grauwolf sage, den kannst du wegkicken, sofern du einigermaßen gut kicken kannst, das würde ich beim alaskanischen oder kanadischen Wolf jetzt nicht mehr unbedingt versuchen. Die wiegen nämlich gerne mal auch gleich mal so 50, 60 Kilo. Das ist schon nochmal eine andere Kategorie von Hund als ein maximal 40.
40 Kilo mitteleuropäischer Wolf, maximal 40 Kilo. Und 60 Kilo sind bei alaskanischen, kanadischen Wölfen nun wirklich keine besondere Seltenheit. Das ist, glaube ich, das Smithsche, schreckliches Wort, Gesetz, hieß der so, ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls die Populationen von großen Säugetieren, je weiter nach Norden man kommt, desto größer werden die dazugehörigen Tiere. Ergo, die größten Wölfe der Welt haben auf Grönland, Nordost-Grönland, da sind so die krassesten unterwegs, nur wenig kleiner die nördlichen kanadischen und alaskanischen Wölfe, und wenn die ein kleines bisschen nach Süden wandern, dann werden sie tendenziell ein bisschen leichter, aber die sind immer noch riesig. Ja, also vor solchen Wölfen sollte man schon gehörigen Respekt haben, und wenn die des Nachts zu heulen anfangen, was überall im Land möglich ist, dann erzeugt das vielleicht gegebenenfalls Angst. Und da muss man sich schon fragen, ob man von seinem Charakter her so gefestigt ist im Umgang mit potenziell tödlichen Wildtieren. Wie gesagt, nur potenziell tödlich, bei Wölfen hochgradig unwahrscheinlich, ja, aber das hört mir sowieso wieder keiner zu. Mit Statistik können sowieso einige der Teilnehmer mit Sicherheit nichts anfangen, aber egal. Das war jetzt böse, tut mir leid. Naja, eigentlich nicht. ist so. Ja, das ist ja auch nicht schlimm, man muss ja auch mit Statistik nichts anfangen können. Ist nicht für jedes Leben auf diesem Planeten relevant, Statistiken zu mögen, lesen zu können oder einordnen zu können. Ne? Aber lasst euch gesagt sein, vor Wölfen müsst ihr keine Angst haben, sollte ja irgendjemand von euch jemals dieses Video hier sehen. Das ist so unwahrscheinlich. Vom Puma ein bisschen Angst haben, vor Bär großen Respekt. Von mir aus auch gerne ein bisschen Angst. Das schadet wahrscheinlich nicht, weil Bärenunfälle gibt es schon. Davon sind Bärenangriffe, gibt es auch durchaus gar nicht mal so selten. Und andererseits auch wieder längst nicht so häufig, dass man so richtig Angst davor haben müsste. Allerdings muss man auch wieder dazu sagen, dass zur Bärenstatistik, die mache ich euch übrigens gerade jetzt mal per Voice-Over, so, dala, das ist jetzt hier also eine schöne Statistik zu Bärenangriffen, die ich mir mal meinem Kollegen Marcel ausgeliehen habe. Kanal steht hier, Video steht hier auch, Link steht unten in der Videobeschreibung. Hoffe, das ist jetzt okay, dass ich mir das ausgeliehen habe. Marcel beschreibt das auch ganz wunderbar und er ist genau für sowas auch Fachmann. Das heißt, wer mag, darf da gerne mal reinschauen, wer sich für Bärenangriffe bzw. ja eben die Einschätzung der Gefahr durch Bärenangriffe interessiert. Dann habt ihr noch eine zweite Meinung und nicht nur meine. So, davon abgesehen, der rote Balken hier in dieser Balkendiagramm, das sind jeweils die Bärenangriffe in Nordamerika, und da hatten wir 2015 zum Beispiel ca. 18, 2014 auch ca. 18, und das ist in den folgenden Jahren, soweit ich das einschätzen kann, ungefähr ähnlich gewesen wie davor. Das bedeutet, ja, die spielen eine Rolle, aber das sind erstmal nur Angriffe, das sind nicht automatisch tödliche Angriffe, was hier aufgeführt wird. Da sind auch sogar Angriffe dabei, bei denen niemand verletzt wurde. Also vermutlich Scheinangriffe, das machen Bären hin und wieder auch mal. Dazu ebenfalls bei Marcel ausgeliehen. Diese Karte für uns relevant ist vor allen Dingen oben links bzw. unten links. Das ist dann ein bisschen bessere Auflösung, wo man sehen kann, wo überall die roten Pünktchen sind, wo es Braunbär-Attacken gegeben hat. Und blau hinterlegt ist quasi das Gebiet, wo der Braunbär überhaupt vorkommt in nennenswerter Stärke. Und da sieht man, ja, gab erstens ein paar und zweitens, so richtig ausschließen kann man Braunbär-Attacken fast nirgendwo im potenziellen Gebiet, wo jetzt eben Staffel 3 von Seven vs. Wild stattfinden soll. Das wäre eigentlich auch schon alles, worauf ich auf dieser Karte hinweisen wollte. Und noch eine dritte Grafik, die ich mir ausgeliehen habe. Sowas habe ich mal zu Wildschweinen ganz interessant gefunden, dass man da mal ein bisschen auflistet, was haben denn die attackierten Leute eigentlich gemacht, als sie attackiert wurden. Das sehen wir hier oben. Auch da ist rot wieder die Fälle in Nordamerika. Und da haben wir überwiegend Leisure Activities, also Freizeitaktivitäten. Hunting ist sehr, sehr wichtig. Und Working, das wäre dann wahrscheinlich ein Holzfäller zum Beispiel oder wer halt sonst noch in Amerika im Wald arbeitet. Das sind dann doch eher vergleichsweise wenig Leute gewesen. So, und dann wäre noch interessant, was für eine Art von Bär hat da eigentlich angegriffen. Da gibt es einmal Predatory-Angriffe. Das sind relativ seltene Fälle. Die haben wir hier ganz rechts im unteren Balken. Wenige Fälle in Nordamerika. Und da muss man sagen, ja gut, das heißt wirklich, der Bär wollte jemanden töten, um ihn aufzufressen. Gut, dass das eher selten ist.
Dann haben wir ein paar Fälle von verwundeten Bären. Das gibt es häufig bei Wildschweinen, relativ häufig bei Wildschweinen, dass wenn die angeschossen wurden und bevor sie dann erfolgreich gefunden und erlegt werden konnten, dass sie danach ziemlich aggressiv reagieren und dann hin und wieder auch mal Leute anfallen. Also relativ oft heißt in diesem Fall immer noch unglaublich selten, aber kommt mal vor, ne? Dog-Präsenz, das heißt, wenn du einen Hund dabei hast, bist du tendenziell, wirkst du eher als Bedrohung für Bären und wenn Bären sich bedroht fühlen, dann greifen sie tendenziell auch mal an und rennen nicht nur zwingend weg. Sudden Encounter ist dann ein Überraschungseffekt, dass du den Bär oder der Bär dich überrascht hat und aus der Überraschung heraus der Bär eben auch beschließt, nicht zu flüchten, sondern anzugreifen, kommt jetzt in Nordamerika sehr selten vor, offensichtlich. Und Female with Cubs ist dann der große Klassiker. Fast alle Bärenangriffe sind ein solches. Es ist ein Weibchen, es hat Junge, es hat das Gefühl, dass man die Jungen bedroht hat, was man natürlich im Regelfall nicht hat, hoffe ich zumindest, und greift dann an. Ja? Also das ist so ein paar generelle Dinge, die man da wissen muss. Nochmal der Verweis, guckt euch gerne das verlinkte Video nochmal an, weil der Mann kennt sich aus und dann habt ihr, wie gesagt, noch eine zweite Meinung, nicht nur meine. Und gerade bei solchen Themen, die schwierig zu interpretieren sind, kann es nicht schaden, noch ein paar mehrere Meinungen dazu einzuholen. Was dabei wichtig ist, was ich wahrscheinlich eben schon per Voice-Over gesagt habe, aber ich sage es jetzt auch gerne nochmal, weil es halt wirklich wichtig ist, die meisten Bärenangriffe finden dann statt, wenn jemand alleine ist. Da das ja aber eine Teamgeschichte ist, sollte allein die Tatsache, dass ihr Teams seid, schon mal sehr, sehr hilfreich sein, dass deutlich weniger Bären aufkreuzen, als wenn jemand alleine ist. So, erstmal das. Zweitens, die Chance, dass ein Bär auftaucht, ist zwar durchaus gegeben, aber mit etwas Glück ist es bloß ein Schwarzbär und die sind halt tendenziell etwas weniger, also ziemlich wahrscheinlich nur ein Schwarzbär und die sind schon deutlich weniger aggressiv, als das beim Braunbär der Fall ist. Ein Eisbär, ja, den könnte man in der Tundra möglicherweise abbekommen, also vielleicht wird es wirklich nicht das Tundra-Szenario, aber Braunbär, ja, das ist dann schon ein kleines bisschen knifflig, aber auch da, Bären greifen im Regelfall dann an, wenn sie entweder überrascht worden sind, das heißt, sie haben nicht mitbekommen, dass da plötzlich jemand ist, jetzt ist da plötzlich einer, jetzt greife ich mal lieber an, um den zu vertreiben. Und wenn der dann nicht schnell genug wegrennt, beziehungsweise, oder auch wenn er wegrennt, dann rennt man erst recht hinterher, damit er auch wirklich sicher geht. Und ja, da man den sofort einholt, kann man ja auch mal kurz reinbeißen. Ja? So könnte das ablaufen. Das ist natürlich jetzt leicht herbeigeredet von mir. Und da muss man schon einen gewissen Respekt vor dem Thema haben. Und jetzt kommt ja leider eben noch dieses Szenario mit dem Fischen am Fluss dazu. Und wenn dann da der Bär vorbeikommt und der Meinung ist, auch am Fluss fischen zu wollen, dann ist da durchaus die Chance auf eine Bärenbegegnung gar nicht mal so gering. Und das ist nochmal bei weitem realistischer und deutlich, deutlich, deutlich ernstzunehmender als das bisschen Bärenspur, was der Fabio in Staffel 1 gefunden hat. Aber die meisten Bärenangriffe verlaufen nicht tödlich, das muss man auch dazu sagen. Die schmeißen dann gerne mal die Leute um, die schnuppern dann nochmal dran, wenn sich dann jemand Erfahrung, tot stellt, wie er es auch tun sollte, dann geht das meistens glimpflich aus oder es wird sich erfolgreich mit Pfefferspray verteidigt. Dazu gibt es auch eine ganz interessante Statistik, die ich irgendwo gefunden habe. Plus, minus kann man da sagen, wer Pfefferspray dabei hatte und es angewendet hat, als er vom Berg angegriffen wurde, da ist, glaube ich, zu 95 bis 97% der Bärenangriff damit auch erfolgreich abgewehrt worden. Bedeutet, wer sich also tatsächlich zu Seven vs. Wild traut und da ein Bärenspray gestellt bekommt, der sollte das gefälligst auch die ganze Zeit am Gürtel mit sich tragen. Immer, 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 auch beim aufs Klo gehen oder sonst irgendwie. Ja, für den Fall, dass theoretisch der Bär vorbeikommen könnte und dann wäre so ein Bärenspray eben durchaus hilfreich. Also wie gesagt, die Bärenspray-Erfolgsrate, dass das den Bär wirklich vertreibt, die ist erstaunlich gut. Ja? Übrigens bei, ich glaube, nochmal 17% der Bärenspray-Anwender haben sie sich damit auch selber ausgenockt, weil ja, das Spray kann ja zurückkommen, wenn die Windrichtung nicht stimmt. Der Bär war aber trotzdem auch weg. Also das war so ein Sudden, wie heißt das so schön? Sudden Death ist das, nee, das ist der grausame Tod.
Doppeltot. Da gibt es irgend so einen Fachbegriff aus der Gaming-Szene. Ach, ist ja auch egal. Jedenfalls unentschieden sozusagen. Unentschieden. Bär haut ab und du liegst halt auch da und bist am Röcheln, weil du vermutlich auch eine Weile wirst du am Röcheln sein, bis dich das Pfefferspray dann wieder so weit neutralisiert, dass es dir wieder einigermaßen gut geht. Aber für sowas hat man dann ja auch wieder seinen Partner dabei oder Partnerin, die einem dann da pflegend oder der einem da pflegend und helfend zur Seite stehen kann, bis das dann wieder gut ist. Da würde ich mir also keine zu großen Sorgen machen. Das Dümmste, was man machen kann, ist, wenn man schon Pfefferspray dabei hat und der Bär greift tatsächlich wirklich gerade an, dann noch groß zu überlegen, oh, ich muss jetzt noch 3 Meter nach rechts gehen, damit das von der Windrichtung her stimmt. Das wäre hochgradig dämlich. Ja, also da muss man schon, das ist zwar ein Thema mit der Windrichtung, ja, und das ist generell bei diesen Sprays schon ein gewisser Nachteil, aber es wäre hochgradig blöde, dann da noch groß drüber nachzudenken, wenn wirklich der Bär schon unterwegs ist. Hat man noch Zeit, man sieht den Bär in der Ferne und man möchte sein Spray schon mal vielleicht in die Hand nehmen, für den Fall, dass der Bär jetzt näher kommt und der Bär nähert sich über eine größere Distanz und man kann ihm dabei zugucken, dann kann man solche Überlegungen treffen und sich vielleicht schon mal richtig positionieren, aber auch versuchen, deeskalierend auf den Bär einzuwirken, freundlich mit dem Bär sprechen, den Bär nicht weiter provozieren, indem man wegrennt. Je nach Schwarzbär, dann kann man dann auch versuchen, aggressiv zu begegnen, in der Hoffnung, dass der abhaut. Das Dumme ist, es gibt auch Braunbären, die schwarz sind. Das muss man sich auch klar machen, die verhalten sich wie ein Braunbär und sind ein Braunbär, nur leider sind sie halt eben relativ dunkel und da wird dann Schwarz und Braunbär ganz gerne mal verwechselt und dann wird das falsche Verhalten verwendet von dem einen oder anderen Mensch, der was mit Bären zu tun hat. Aber ja, Bären sind schon ein Thema, das den einen oder anderen Kandidaten zu Recht umtreiben wird. Anders als Sascha mit seinem Krokodil, vor dem er immer Alligator, Salzschleuder Krokodil, das es da nicht gibt, nochmal. Aber egal, jedenfalls, der hatte da schon ja relativ zu kämpfen. Ich bin gespannt, wie Saschas Reaktion dann aussieht, wenn da tatsächlich mal ein Bär auftauchen sollte, weil Bären sind auch nochmal in der Statistik außerhalb von Australien erheblich gefährlicher als Krokodile. In Australien sieht die Welt ein bisschen anders aus, da gibt es nämlich keine Bären. Jo, das sind so ein paar wesentliche Eckpunkte, so ein paar generelle Dinge, auf die man sich da vielleicht einstellen muss. Bei dem Küstenszenario hast du Bauholz, hast du Brennholz, wird aber ständig alles nass sein. Ja? Da ist übrigens auch dann nass, wenn es mal nicht regnet, weil die Luftfeuchtigkeit saumäßig hoch ist. Das ist eine insgesamt extrem nasse Ecke, plus Bär. Bär auch überall sonst, aber wahrscheinlich in diesem Küstenszenario sogar noch ein bisschen mehr Bär, dafür dann da eher ein bisschen weniger Wolf. Puma gibt es da sehr wohl eben auch. Puma gäbe es dafür nicht in der Tundra, da gibt es aber dann wieder Bär und Wolf und da haben sie vielleicht auch mehr Hunger. Also das klingt jetzt alles so ein bisschen locker flockig und so weiter und so fort. Ich möchte nochmal betonen, die Chance von Wildtieren da gefressen zu werden, auch als unbewaffneter Nicht-Amerikaner, die ist sehr, sehr, sehr gering. Unter anderem auch dadurch, dass das ja Teams sind und meistens Einzelpersonen gefressen bzw. von Wildtieren getötet worden sind. Eigentlich fast immer, ja. Gerne auch mal jüngere Menschen. Das muss beim Bärlings keine Rolle spielen. Dem ist das egal, für den sind immer alles Würstchen. Ob wir jetzt ein kleines Würstchen oder ein Cocktailwürstchen oder ein Wienerle sind, das spielt eigentlich keine besondere Rolle. Der kriegt uns in jedem Fall tot, wenn er das möchte. Sofern wir dann eben nicht entsprechende wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen. So. Und ja, also wie gesagt, wer jetzt über die Wildcard nachdenkt und solche Späße, sollte sich schon darüber im Klaren sein, dass egal welche Ecke, also der Fritz kann auch nicht wie bei Panama die eine Insel, auf der es kaum Giftviecher gibt, auswählen. In Alaska gibt es wirklich überall Bären, in Kanada gibt es auch überall Bären, der Puma ist nahezu fast überall wirklich auch präsent und mindestens Wölfe auch überall. Und davon abgesehen kann es jederzeit saukalt werden, kann es jederzeit richtig böse viel regnen, das kann auch mal sein, dass das da die ganze Zeit lang durchregnet. Dann ist auch nicht viel mit Shelterbau, wenn es bis dahin nicht passiert ist. Und dann langweilt man sich, dann muss man sich mit seinem Partner jeweils noch vertragen können. Und dann muss man es auch noch nötig haben, da mitzumachen. Ja, ne? Also ich würde es mir gut überlegen, sagen wir es mal so. Beziehungsweise ich habe es mir gut überlegt und werde den Teufel tun. Ja. Ich bin aber trotzdem dankbar, wenn ihr trotzdem beschließen solltet, da mitzumachen, weil ich will das ja schon gerne sehen, wie da hoffentlich erfolgreich 14 Tage, möglichst nicht allzu langweilige 14 Tage, mit vielleicht euch ins Land gehen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wünsche viel Spaß, viel Glück bei der Bewerbung, so dann eine ansteht. Und ja, alle anderen hatten hoffentlich jetzt ein bisschen was Neues gehört und wenn nicht,
dann beschwert euch. Macht's gut.